Fantastic. Hallo meine Freunde und willkommen bei einer neuen Runde Clash Royale. Ich habe jetzt meinen Ritter auf 10. Wollte ich eigentlich in der Folge machen. Ich war aber irgendwie in Gedanken und habe ihn schon abgegradet. Wir starten auch direkt in einen Kampf, würde ich sagen, und testen mal aus, ob der Ritter denn jetzt auf 10 etwas bringt oder ob er noch einen Unterschied macht. Ich finde ihn, wie gesagt, ganz gut. Viele finden ihn scheiße, aber das kann ja jeder sehen, wie er lustig ist. Alles klar, so. Wir suchen also jetzt einen Gegner und es sucht und sucht und sucht irgendwie sich gerade zum Henker. Ich weiß nicht, was da jetzt schon wieder los ist. Epic Cards. Ja. Jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. Oh, ein asiatischer Gegner. Ein asiatischer Gegner. Er geht direkt dran. Und wir kontern direkt. Jetzt hat er uns auch mit einem Zap gekontert. Und wir hauen ihm den Schweinereiter mal direkt noch mit dabei. Und dann gucken wir mal, was denn da noch so kommen mag. Okay, jetzt geht der Turm. Der Schweinereiter geht auf den Turm. Die Barbaren gehen rechts rüber zur Kanone. Zwei gehen wieder zurück. Manchmal sind die Wege auch ein bisschen unergründlich, wo die Viecher herlaufen. Aber naja. Wer bin ich schon, um das zu hinterfragen? So. Mal die Prinzessin unten ins Eck. Abwarten, was kommt. Jetzt verleitet man ihn natürlich dazu, einen Feuerball auf die Prinzessin und den Turm zu schießen. Das passiert manchmal dann. Das ist dann nicht so schön. Aber egal. So, die Kanone ist down. Das heißt, wir können jetzt mit dem Königsriesen schön aufs Türmchen gehen. Ah, da kommt wieder so eine hässliche Kackbratze von Valkyrie. Machen die... Ich habe das Gefühl, die Feuergeister machen irgendwie nur noch die halbe Minion-Horde kaputt und nicht mehr die ganze. Oder es liegt halt dran, wie die teilweise fliegen oder so. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was das ist. Naja, egal, so. Mal gucken, erstmal jetzt den Schweinereiter nochmal da entsorgen. Komm, mach ihn weg, mach ihn weg. Sperrkobolde können wir mal so lassen und gehen mal auf rechts mit der Prinzessin. Naja, so, da kommt natürlich jetzt noch ein paar kleine Kobolde angeflitzt. Lassen wir mal den Ritter mal hin. Zack, der erste Einsatz des Level 10 Ritters. Da ist er. Noch passiert ihm ja nichts. Noch passiert ihm ja nichts. Kanone weg. Das ist schön. Kommt da schon wieder so ein hässlicher Schweinereiter an, ey. Ich kann da gerade nichts gegen setzen, das ist das Problem. Ja, komm schon. Also irgendwie ist es leck. Ich habe jetzt zum 80. Mal schon eigentlich. Ich habe momentan wieder echt derbe Verbindungsprobleme, habe ich das Gefühl. Ich habe gestern nämlich auch irgendwie 3-4 Mal am Stück hatte ich da irgendwie, dass ich mitten im Spiel, dass es geleckt hat und ich die Viecher nicht gescheit absetzen konnte. Das hat mich auch zwischendurch mal irgendwann ziemlich aufgeregt. Aber das kann ja dann auch wirklich mal Pokale kosten, wenn du da irgendwie und führen bist oder so und dann kommt da irgendeine Scheiße und du kannst nicht richtig die Truppen absetzen. Aber jetzt scheint es wieder zu gehen. Ist halt nur manchmal irgendwie so ein Fehler. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Feuergeister. Na, siehst du, jetzt hat er wieder die ganze, fast die ganze Minion-Horde getroffen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, wir müssen natürlich jetzt gucken, dass der Schweinereiter nicht nochmal fünfmal durchkommt hier auf der linken Seite. Den Fehler dürfen wir natürlich nicht nochmal machen. Padam, padam, das Kanönchen da oben. Können wir mit der Prinzessin mal ein bisschen beschießen. Zack, genau, dann ist die down. Jetzt kommt er mit der Rakete. Kannst du ja sonst wohin spielen, Kollege. Die kannst du ja sonst wohin spielen. Wir holen uns doch eben das 2:0. Und dann sind wir durch mit diesem Angriff. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. So. Also, 2-1. Wieso 2-1? Ach ja, 2-1. Okay, nicht 2-0. Entschuldigung, mein Fehler. Entschuldigung. Nein, Entschuldigung, sein Fehler natürlich. 2400... irgendwas Pokale. Weiter geht es. Ja. Was machen wir? Sag mal was. Ich setze meinen Schweinereiter hier in der Ecke und gucke, was denn so von ihm kommt. Ach, so ein hässlicher Eismagier. Kann ich ja gar nicht leiden, diesen Eismagier. Ja, ich weiß, ich kann viele Truppen nicht leiden, aber manche Sachen sind halt einfach nur ein bisschen nervig. Oh, ein Lava-Hund. Den habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Da müssen wir natürlich jetzt mal gucken. Ja, können wir den ablenken eigentlich? Geht der auf den Links? Nee, ne? Ja gut, ich habe jetzt natürlich irgendwie nichts gegen Lufttruppen, fällt mir gerade mal so auf. Also nicht so viel zumindest. Und jetzt mal hier. Kleine Pissviecher müssen wir jetzt mit der Prinzessin. Na, guck mal, das geht ganz gut. Dann hat er gar nicht so viel Schaden gemacht. Das ist in Ordnung. 1500 noch. Das hätte ich jetzt mehr erwartet.
Aber gut, den haben wir schon mal bekommen. Kommt der nächste Eisenmagier. Und, oh, jetzt ist das da hinten. Das ist jetzt optimal. Da kann ich jetzt gleich mal schön den Feuerball ansetzen. Und dann ist da nämlich schon wieder Ruhe im Schacht. So, putz. Noch gar nicht groß was passiert. Und die Prinzessin kommt sogar noch mal zum Schuss. Alles klar. Ja, das sieht ganz gut aus. Da kommt der nächste Lava-Hund. Wir können den mal... Ja, warte mal, jetzt hätte ich die... Da kommt aber noch eine Prinzessin. Das ist ganz gut. So, ein Ritter. Für die kleinen Pisschen hier unten runter. Zack. Dann müssen wir jetzt die Prinzessin setzen, dass die eventuell gleich mal die kleinen Lava-Welpen da zerschießt. Zwei jetzt. Das ist ganz gut. Kann er die Lakaien auch sofort mit erledigen. Ja, der Prinzessin. So. Ja, dann kommt natürlich immer, also, ganz gut durch, weil ich den jetzt zum Beispiel mit dem Deck gerade nicht gut kontern kann. Das ist also jetzt ein Punkt, da muss ich mir überlegen, wie ich das noch gekontert bekomme in dem Deck. Damit ich nicht zu sehr ständig gegen jemanden verliere, der einen Lavahund benutzt. Aber gut, du kannst ja auch nicht immer auf alles vorbereitet sein, ne? Da kommt schon der Nächste, da kommt schon der Nächste. Wie gesagt, soll ich da jetzt alles setzen? Feuerball hat mal gar nichts gemacht. Na gut, den wird er jetzt wahrscheinlich zerstört kriegen, den Turm, aber ich kann es halt nicht ändern. Ich kann, wie gesagt, nicht alles kontern. Nein, der Sepp ist jetzt ein bisschen verrutscht. Man kann halt nicht alles kontern. So, Feuerball ist gut, so. Das kriegen wir ja alles aufgehalten, aber gegen den Feuerball, gegen den Lava-Hund können wir halt nicht so viel machen momentan. Bin mir auch noch nicht sicher, wie wir das jetzt in den Griff bekommen, wenn denn den nochmal... Da kommt schon der Nächste, scheiße, ey. Wir müssen jetzt den Turm kaputt kriegen. Oder wie? Wie soll ich das jetzt machen? Ich krieg den nicht aufgehalten. Ich meine, der wird jetzt vielleicht noch nicht unbedingt durchkommen. Ach nee, der Feuerball hat ja gar nichts gebracht, ne? Nicht so wirklich. So, dann nochmal... Scheiße absetzen. Vorteil ist echt, dass sie nicht so viel Schaden macht, ne? Aber jetzt habe ich auch keine Prinzessin mehr. Jetzt kann ich die ersetzen. Na, wie gesagt, ich kann den Lava auch nicht kontern mit diesem Deck. Das ist jetzt das Problem. Und jetzt hat er uns auch gleich, vermute ich mal. Also Fehler gefunden bei dem Deck. Den Lava-Hund können wir nicht kontern. Ja. Der Lava-Hund ist zu stark für uns gewesen. Das konnten wir jetzt gerade leider nicht mehr verändern. Verhindern, wie auch immer. Wie könnte man das denn mal ausgleichen? Irgendwas raus und irgendwas anderes rein. Lakaienhorde, aber wie gesagt, wenn mache ich die rein, dann passiert da irgendwas anderes, ne? Dann passiert wieder irgendwas anderes. Ich kann es jetzt halt nicht ändern. Aber gut, mal gewinnt man, mal verliert man. Ist egal. Wir machen natürlich trotzdem weiter. Wir lassen uns davon natürlich nicht ermutigen. Valkyrie müssen wir natürlich irgendwie mit Ferngeschüsse mal ein bisschen kaputt machen. So, da ist schon mal noch nichts durchgekommen, aber wir haben auch noch keine Welle selber gestartet. Wir müssen mal gucken, ob wir jetzt den Königsriesen vielleicht mal ausprobieren. Ah, komm schon, Barbaren. Habe ich natürlich jetzt auch nichts gegen. So, setzen wir den Ritter und die Feuerbällchen. Kleinen Feuerbälle. So, zack, zack, zack. Die machen das eigentlich ganz gut. Jetzt können wir gucken, ob wir jetzt zum Königsriesen kommen oder ob der wieder irgendwas vorher setzt. Er setzt wieder irgendwas vorher, aber dieses Mal den Magier. Da werden wir jetzt mal warten, bis der hier vorne ist. So, und dann den Königsriesen. Zack. Aber jetzt hat er noch einen Päcker gesetzt. Mini-Päcker. Ja, toll, der schießt. Jetzt kommen wir natürlich gar nicht da irgendwie da mal zum Schießen. Schubidubidu, da müssen wir jetzt gucken. Setzt dann Freeze, das bringt ihm nichts. Und wir Feuerballern den weg. Also, wie gesagt, Königsriese war schon mal Schuss in den Ofen. Etwas Schuss in den Ofen gesagt. Nehmen wir mal den Schweinereiter. So, als Test. Lassen den erstmal durchtuckern und dann sammeln wir wieder ein bisschen Elixier. Du musst immer dein Elixier sammeln. Nein, muss ich nicht. Ich kann auch vorher mal ein bisschen was testen. Was der Kollege dann so macht. Zack. Zack, zack. So, Valkyrie. Auch immer so eine Sache. Jetzt würde ich nämlich nochmal auf den Kollegen Royal Giant spielen. Setz dich doch dahin. Ey, dass ihr den nicht einfach absetzt und der dann erst dahin geht, wenn er genug Elixier hat. Das wird doch vollkommen ausreichen. Schon wieder so ein fieser, kleiner Mini-Päcker. Das ist so ein kleiner Penner, ey.
kleine Penner Mini-Picker. So. Oh, fuck, hat er die gesetzt. Jetzt habe ich nichts gegen die scheiß Barbaren. Oh, Feuerball, 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 komm, 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 komm. Sein Freeze kann er sich in den Haare schmieren, der ist weg. So. Dass er das nicht checkt, dass ich da den Feuerball nutze und er da immer wieder freezen will. Bringt ihm doch gar nichts. Dann müsste er doch eigentlich merken, dass er damit nicht weiterkommt. Das war natürlich jetzt eine Verschwendung von den Feuerbällchen, weil die nur auf die Valkyrie gejumpt sind. Aber egal, so. Was ist der Magier? Oh, guck mal, unser Schweinereiter ist ja sogar halbwegs weit gekommen. Machen wir den mal eben kaputt. Ja gut, er macht jetzt dann mit dem Feuerball den Turm kaputt. Ich schätze mal hier die Prinzessin. Wenn die einen Schuss durchkriegt, ist der Turm da auch down. Ja. So. Und jetzt sind wir ja leicht im Vorteil. Wir können mal gucken, wo wir noch so hinkommen. So. Shrine Rider kommt nicht durch, okay. Sein ganzer Haufen hier wird auch nicht durchkommen. Links können wir so lassen. Oh, ne, komm, machen wir hier. Wir müssen alles an Schaden vermeiden, was geht. Die Valkyrie braucht auch nochmal einen vorn Latz. Zack, der Mini-Picker sogar auch schon einen abgekriegt. Das ist ganz gut. So, Barbaren nochmal da rein. Tja, meine Freunde. Feuerball. Zu spät, scheiße. Aber reicht noch. 22 Sekunden. Ihr werdet ein 1-1 sehen, nehme ich mal an. Ich nehme an, ihr werdet ein 1-1 sehen. Oh, scheiße, der ist verrutscht. Ja, der ist tot. Nie dem Royal Giant jetzt wurde schon was abgezogen. Der stand doch eigentlich ab 18.05., oder? Naja, egal. Sieg, Niederlage, Unentschieden. Alles dabei in dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wie gesagt, gegen den Lava-Hund konnte ich nichts machen. Naja, ist egal. Steck's nicht drin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.